So, willkommen zurück zu The Binding of Isaac. Ich habe schon gesehen, beim letzten Mal, ja, da gab es einige Soundprobleme bei mir. Da hat mein Mikrofon immer so ein bisschen im Hintergrund gerauscht oder gepiept. So ein kleines Piepen war das immer, wenn ich geredet habe. Ich weiß auch gar nicht, woher das kam. Ich habe das auf jeden Fall jetzt in der jetzigen Aufnahme gefixt. Und ich würde sagen, wir widmen uns heute mal der Dark Was the Night Challenge. Die hat man nämlich noch gar nicht. Und ja, wie man schon vermuten kann, starten wir hier in jeder Ebene mit dem Curse of the Darkness. Das heißt, wir sind komplett blind, sehen nicht, wie die Ebene hier aussieht und was wir hier schon alles entdeckt haben. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Ich weiß gar nicht, wie weit wir hier müssen. Ob wir hier nur die Mutter, also den Mutters Fuß klatschen müssen oder ob wir hier alles töten müssen. Das weiß ich gar nicht. Hätte eigentlich gehofft, dass wir in den blauen Stein irgendwas Tolles finden. Ah, aber anscheinend gibt es hier Schatzräume. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und der Flatpenny ist auch schon mal nicht schlecht. Da können wir uns einige Schlüssel mitnehmen. Und das ist Eve's Bird, der Dead Bird. Der hockt jetzt auf unserem Köpfchen. Und wenn wir getroffen werden, dann kommt der zum Vorschein. Warte mal, hier ist ein. Warte mal. Oh, das ist jetzt sneaky. Das ist jetzt sneaky. Entweder ist das der Shop oder das. Wir gehen mal hier rein. Ah, das ist das. Sehr gut. Das ist der Buchraum. Alles klar. Das heißt, wir können jetzt einfach mal hier das Book of Belial mitnehmen. Das andere war das Anarchisten-Kochbuch. Das benötigen wir nicht, denn das gibt uns so einen Bombenhagel vom Himmel. Den brauchen wir nicht. Und das Book of Belial erhöht unseren Schaden. Es verdoppelt unseren Schaden, soweit ich weiß. Das wir haben jetzt hier schon bei Pin. Oh ja, einen ganz guten Damage Upgrade. Pin sollte sowieso generell kein Problem sein. Sieht schon, die Tränen färben sich dann rot bei dem Book of Belial. Das ist natürlich schade. Oh, wir haben ein Herz gefunden. Nice. Und Wirecode Hanger, der bringt uns Tears ab und ja, haut so einen Kleiderhaken durch unseren Kopf. Ist eigentlich auch nicht schlecht. Ja, wie gesagt, mal gucken. Ich weiß noch nicht genau, wie weit wir hier müssen. Ich meine, in einigen Challenges war es wirklich so, dass wir da ja nur ein paar Räume machen mussten. Ah, Schlüssel sollten wir eigentlich finden. Sag mal, wir brauchen eigentlich nur eine Bombe finden, dann haben wir eigentlich auch quasi schon einen Schlüssel. Denn ist ein TNT abgebildet. Auch nicht schlecht. Denn wir haben ja den Flatpenny. Der gibt uns eine relativ hohe Chance darauf, wenn wir eine Münze finden, dass wir auch einen Schlüssel bekommen. Und das Ganze werden wir jetzt hier einmal tun. Okay. Soviel zum Thema, wir bekommen relativ häufig einen Schlüssel. Das ist natürlich jetzt ein bisschen in die Hose gegangen, aber gar nicht so tragisch. Ja, da, du Knecht. Hier ist sogar ein blauer Stein, ey. Ein Schlüssel haben wir schon mal. Das natürlich hätte ich vielleicht ein bisschen eher machen. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Alter Schwede, was bist du denn so schnell, du kleiner Knecht? So, wir werden mal die Pille mitnehmen. Balls of Steel, nice. Das hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich hoffe, wir kriegen noch eine Bombe. Die Viecher haben auf jeden Fall schon mal eine auf dem Kopf. Und, na, sieht momentan nicht danach aus. Aber man weiß ja nie, was da noch so kommt. Oh, 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 oh. Immer aufpassen hier bei den Spinnweben. Da wird man geslowt. The Slows of Doom sind das. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Jawollo. Noch eine Bombe gefunden. Oder zwei sogar. War eine free. Kriegen wir auf jeden Fall schon mal hier den blauen Stein. Boah, nochmal zwei blaue Herzen, ey. Nice. So, wir haben hier einmal einen Raum, wo wir einen Schlüssel benutzen können. Ich weiß gar nicht, haben wir hier wieder einen Buchraum? Sah gerade irgendwie danach aus. Wir haben auf jeden Fall einen Sündenraum. Das Scapula, ja, das hatten wir auch beim letzten Run, soweit ich weiß. Es erhöht die Drop Rate von blauen Herzen. Und wenn wir nur noch ein halbes rotes Herz haben, bekommen wir ein blaues Herz geschenkt. Wenn wir mal hier reingehen. Es lohnt sich durchaus manchmal hier diesen Raum zu betreten. Health down. Und Bad Trip. Das,
war nicht so wirklich lohnenswert. Aber auch gar nicht so schlimm, denn wir haben eigentlich immer noch ein Plus gemacht hier mit den blauen Herzen. Wir haben unser Book of Belial wieder frisch, das heißt, wir können uns jetzt gleich beim Boss nochmal aktivieren. Ich weiß nicht, wir können ja nochmal die Scheiße auf hier ein bisschen kaputt zu machen. Da ist ab und zu mal eine Münze drin. Kann ich jetzt der Vorführeffekt? Keine Münze. Keine Münze für den Pferd. So. Widow. Widow auch sehr easy, aber da kennt man ja, die ersten beiden Bosse sind ja eigentlich immer relativ, was die Schwierigkeit angeht. Und mit dem Book of Belial haben wir jetzt auch schon richtig guten Schadensbogen. Ja. Zack, zack, zack. Die kleinen Viecher auch kaputt. Vielleicht kriegen wir jetzt hier sogar einen Schatzraum. Einen Schatzraum, einen Teufelsraum. Yep, kriegen wir. Tears Up kriegen wir nochmal. Und sogar eine Karte. Chariot macht uns zu einem Einhorn. Und hier haben wir einmal 9 Leben durch die Katzen oder den Bruder Bobby. Bruder Bobby brauchen wir auch nicht. Das ist ein kleiner Begleiter, der schießt mit uns zusammen. Und ansonsten kann er nichts. Ich muss sagen, ich finde ihn persönlich jetzt nicht so stark. Es gibt durchaus bessere Sachen, die man da gerade beim Teufelsraum da bekommen kann. Und man tauscht ja auch permanent ein Leben ein. Und wir haben ja auch schon durch die Health-Down-Pille jetzt ein Leben verloren quasi. Und schon unser Schaden ohne das Book of Belial ist natürlich jetzt echt auf. Aber wir haben ja, das Book of Belial ist ja echt ziemlich gut. Ja, es hat geringen Cooldown, lediglich 3 Räume. Und von daher auch relativ ruhig eigentlich. Oh, das war mal hier Tricky Move. Ja, tricky, tricky. Und ja, mal gucken. Mal gucken, was hier noch so kommt. Das ist sehr schön. Stigmata, Damage, Health und noch irgendwas. Das sieht man nicht genau, was da noch kommt. Ich denke mal Tears Up. Ja. Das wird wahrscheinlich ein Tears Upgrade gewesen sein. Wir werden mal noch nicht hier das freispringen. Das können wir eigentlich mal lösen. Da lohnt sich eigentlich immer auch dieses Book of Belial zu aktivieren. Denn man kämpft ja hier nicht nur gegen eine Welle, sondern gegen 3. Und da lohnt es sich eigentlich immer, dieses Book zu nutzen. Nice, ein goldener Schlüssel. Das heißt, wir können uns definitiv auch mal, das werden wir mal freispringen, definitiv auch mal den Shop anschauen. Auch wenn wir nicht viele Münzen haben, können wir ja trotzdem mal reingucken eigentlich. Falsch machen. Gerade jetzt mit dem. So ist das. Also nice. Kriegen wir hoffentlich noch unser Book aufklären. Ich weiß gar nicht, warum wir so leuchten. Liegt das wirklich an dem Scarpula? Normalerweise leuchten wir dann ja nicht so stark. Golden. Aber anscheinend die Spuren. Okay. Hier ist schon mal der Boss Johnny. Und da können wir nochmal weitergehen. Das können wir auch mal mitnehmen. Normalerweise nehme ich das immer erst mit, wenn wir alles geschafft haben, sprich wenn wir auch den Bossraum besiegt haben, aber ja, wir haben noch blaue Herzen als Bonus und solange die blauen Herzen nicht weg sind, wird auch dieser Herzcontainer nicht angegriffen. Das heißt, da brauchen wir uns eigentlich keine Gedanken machen, es werden jetzt hier keine Räume mehr kommen, denke ich mal, die uns so viel Schaden machen. Von daher sollte das eigentlich... Da ist schon mal der Top. Können wir uns auch jetzt den Schlüssel sparen. Das ist eigentlich sehr nice eigentlich. Ich würde gerne den Secret Room mal aufdecken. Denn da könnten bis zu 9 Münzen können da ja drin sein. Oh ja, das würde ich echt gerne aufdecken. Denn die Batterie ist schon sehr nice, muss man sagen. Die hat man eigentlich schon gerne dabei. Ja, hier könnte man theoretisch mit unserem Chariot arbeiten. Kann man eigentlich mal machen. Ein kleiner Trick, den habe ich mir selber rausgefunden.
kann mit dem Chariot hier drauflaufen und dann spawnt man hier so eine Kiste. Und ja, man löst trotzdem diesen Raum aus, das ist ziemlich cool gemacht. Das heißt, wir haben jetzt relativ viele Münzen und können uns jetzt somit nicht nur die Batterie kaufen, sondern auch noch das blaue Herz. Richtig geil. War richtig lohnenswert. Diese Tarotkarte hat sich schon mal richtig gelohnt. Und ja, wie gesagt, ein kleiner Trick von mir. Könnt ihr auf jeden Fall mal ausprobieren. Das funktioniert auch mit dem Book of Shadows. Da kann man auch diese Räume auswählen. Funktioniert übrigens auch mit diesen Shops, sage ich jetzt mal, die Herzen in Münzen umwandeln. Oder mit diesem Bettler, dem man Herzen geben muss. Dem kann man auch sowas geben. Den kann man auch mit Herzen vollpumpen, wenn man Unbesiegbarkeit anhat. Die Unbesiegbarkeit meine ich natürlich. Den werden wir mal wegsprengen. Oh, hier ist eine Bombe. Herz können wir nicht. Gut, Batterie ist sehr nice. Können wir auf jeden Fall gebrauchen für unser Book of Belial. Schnellere Aufladezeit. Das heißt, wir haben unser Book of Belial relativ häufig zur Verfügung. Und ja, Chat droppt uns Little Chat. Ist jetzt nicht so sonderlich gut, muss ich ganz ehrlich sagen, aber besser als nix. Wollen uns mal jetzt hier nicht so beschweren darüber. Bei dem muss man aufpassen, er wird immer schneller. Wenn er Schaden bekommt, man sieht auch, er wird immer kleiner. Am Anfang ist er so ein richtiger Fettsack. Und irgendwann ist er so ein ganz kleiner Wurm. Und er nimmt immer mehr ab. Der kleine Strolch. Und oh, der ist auch schon down. Und ein blaues Herz sogar noch gedroppt. Und ja, wie ich schon gesagt habe, Little Chat, der gibt uns Herzen. Und jetzt kriegen wir sowieso noch eins durch unseren Herzcontainer. Also ich würde sagen, bis jetzt läuft alles gut. Ich denke mal, diese Challenge werden wir hier auch schaffen. Die Challenges sind generell auch nach Schwierigkeiten geordnet. Die ganz oben, die Challenges, sind natürlich dann logischerweise die einfachsten. Und die ganz unten, die Purist und die Isaac Was Good Today Challenge, die wir ja schon zweimal versucht haben sogar. Das sind die schwierigsten von allen. Oh Gott. Das war ja richtig. Oh, der Bird hat hier mal richtig losgelegt. Da muss man übrigens auch aufpassen. Der kann einen nämlich auch selber in den Tod baiten hier. Wenn er da die Viecher angreift. Eine Münze und eine Bombe. Ja, der Flat Penny ist sehr geil. Also da hat man dann wirklich gar keine Probleme mehr mit Münzen, mit Schlüsseln. Vorausgesetzt natürlich, man findet Münzen. Aber Münzen findet man eigentlich in der Regel immer. Das heißt, sobald man die dann auch hat, kann man richtig loslegen hier mit den Räumen öffnen. Und das ist wirklich sehr, sehr nice, wenn man jeden Raum aufmachen kann. Hier haben wir nochmal einen Buchraum. Das ist das Book of Shadows. Das könnten wir theoretisch mitnehmen. Das könnten wir mal mitnehmen hier kurz. Das Buch der sieben Sünden macht einfach ein random Item. Zack, eine Bombe. Manchmal sogar ein blaues Herz. Ist also sehr, sehr nice. Also Bombe, Münze, Schlüssel oder Herz. Und das ist ein sehr, sehr cooles Item. Kann ich nur empfehlen, auf jeden Fall mal. Das war natürlich. Oh, guck mal an, der Bird. Ey, der ist ja voll unfair. Geh mal hier hin, Birdie. Birdie. Oh, warum sind wir denn rot? Warum haben wir denn rote Schüsse? Haben wir schon die ganze Zeit rote Schüsse? Nee, oder? Ich glaube, das liegt auch an dem Bird. Wir gehen mal hier rein. Oh, die Holy Bible. Was können wir eigentlich mal machen, um hier zu fliegen? Bringt zwar nichts, aber... Nee, bringt auch nichts. Ich dachte, wir hätten dann kein Leben verloren. Leben verlieren. Das Book of Shadows, wie gesagt, macht einen unbesiegbar. Hätte ich theoretisch...